Und damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. Wir sind mittlerweile schon Part 8, halt die Klappe, Barrett. So viel Spaß hatten wir schon lange nicht mehr. Hey, na? Ich habe gerade leider keine Zeit für dich. Och, schade. Was hast du gesagt? Wir wurden nicht rausgeschmissen. Ja, wir haben uns selbstständig gemacht. Was ist denn los? Bist ja plötzlich so anhänglich. Lass mich doch mal mit den Leuten reden. Ich hab schließlich mit euch gearbeitet. Eine schwierige Zeit, was? Ja gut, dann kümmere ich mich halt um die Mädels hier. Na, Jessie? Wir würden uns zu sehr auf dich verlassen. Wo waren wir? Ja, wir können auch andere Sachen zusammen machen. Sorry, wir haben es echt versucht. Ups, sorry. Was hast du gesagt? Ja, ja, ich merke schon, ihr seid nicht so sehr von mir begeistert. Ich merke schon, aber... Es wundert mich auch nicht. Und gute Freunde stehen zusammen. Na dann, dann wünsche ich euch viel Spaß, dann hau ich ab. Besonders. Wir haben uns ganz gut gemausert, würde ich sagen. Ja, meine Wampe allerdings auch. Bedank dich. Schnüffler von Shinra? Ja, okay, warte mal. Das könnte interessant werden. Der taucht garantiert auf. Hurri! Mann, unser Boss scheucht uns aber auch ganz schön um. Hey! Jungs? Hey du, bist du von hier? Na, dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. Nein. 300. Na gut. Wenn ich 500 sage, dann meine ich 500. Hier lang. Wenn ich sage 500, dann meine ich auch 500. Unter 500 geht hier nichts. Hier. Meine Informationen sind Gold wert, mein Freund. Also überleg dir das gut. Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? Oh. Der Löffel hat er eingeschissen. Hat wahrscheinlich Cloud gesehen, hat sich direkt in die Hose geschissen. Gut. Nachvollziehbar. Wie gesagt, mein Freund. Ich lasse nichts mit mir verhandeln. Und es ist mir scheißegal, was du von mir, was du denkst. Ich, unter 500 geht ja nichts. Meine Informationen sind wie gesagt Gold wert. Du hängst nicht besonders an deinem Leben. Ich hänge ja nicht sehr an meinem Leben. Alles klar? Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorerst zumindest. Meins auch. Meins wird auch erstmal stecken. Meins siehst du aber wenigstens auf dem Rücken. Mein kleines Messer. Ich überlege gerade. Ich muss ja gleich gegen die kämpfen, warte mal. Ich glaube, mir ist dann doch lieber der stärkere Angriff lieber. Was bin ich hier sonst drin? Gucken, was ich ja für Materia drin hatte. Glut und Frost. Da kann ich lieber auf Glut und Frost wieder zurück. Gehe ich lieber wieder auf Glut und Frost. Was habe ich noch? TP-Boost. Wobei der TP-Boost ist mir dann doch ganz lieb. So geht das. Aha, das hab ich vorhin gesucht. TP-Boost macht mir zwar weniger. Ich weiß nicht, was die für eine Schwäche haben, deswegen. Ich nehme mal Glut und Frost mit rein, aber ich glaube, meistens ist sowieso Glut die wichtigere Attacke, aber. Weil die. Wie viel TP kriege ich dann dazu? Naja, 200 sind jetzt auch nicht. Oder 145 sind jetzt auch nicht gerade viel, aber. Wir nehmen Frost. Ansonsten habe ich noch irgendwas. Das bringt mir eigentlich leider nur absolut gar nichts. Das schadet mir ehrlich gesagt sogar. Bringt einen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird, dann bringt es mir erst recht nicht. Ansonsten, Krafttreffer, das habe ich so gerade. Gut, dann wollen wir mal vorgehen. Ich muss allerdings aufpassen. Weil ich möchte sie nicht alle erledigen, weil ich möchte sie gerne alle schon noch analysieren. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein.
Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit, meinst du wohl? Ha. Als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön. Naja. Sollte er lieber. Wobei, im Endeffekt kann es mir ja auch egal sein. Ne? Mir persönlich könnte es auch egal sein, wer nach welcher Pfeife tanzt. So, Analyse. Halunke Nummer 1. Was hast du für eine Schwäche? Feuer, das habe ich mir schon beinahe gedacht. Habe ich denn dafür eine... Jetzt irgendwie nachprüfen? Warte mal. Warte mal. Ich muss kurz was gucken. Stopp. Habe ich Stopp? Oder Gemach? Bin ich jetzt langsamer? Bin langsamer. Ja gut, das soll das geringste Problem sein. Magie, Feuer. Hab ich noch ein bisschen stärkeres? Nee, Feuer. Was hast du? Ich habe Lunge geworden, das ist nicht. Lunge C war das, den ich analysiert habe. Ist Blei, sagst du. Dann nimm mal Halunke A als nächstes. Zack. Ich weiß im Endeffekt, Gegenstände, Handgranate, die könnte ich ihm klauen, aber ich habe eh gerade keinen Clown bei mir, also von daher. Feuer. Mein Freund, ja. Bist du dich doch? Bist aber, glaube ich, sowieso der Anführer von der Truppe hier, also im Endeffekt. Ihr sucht also nach dem Kerl mit Gewehrarm, ja? Nun ja, also. Was wollt ihr von ihm? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe einfach nur meine Befehle befolgt. Bring mich bitte nicht um! Du feiges Stück Scheiße, ey. Jetzt, wo du merkst, du bist im Nachteil, da hast du Schiss oder was? Solches feiges Gesinde, ey, das hab ich ja gerne. Solches feiges Gesindel hab ich ja gerne. Da war er ja schnell weg. Ein Kollege. Oder ein Kollege war ja schnell weg. Na, was denn los? Und jetzt. Ah, der hat sich gestärkt. Interessant. Warte, ich analysiere ich noch. Ich weiß, im Grunde sind alles nur Halunken, also somit reicht eigentlich eine Analyse, aber. Ja gut. Heiltrank hätte der. Ja gut. Ich dazu sagen. Dich zerstückel ich! Kein Problem. Los geht's. Bis hier und nicht weiter. Ha! So, Jungs? Shinra wohl von Barrett? Naja, geht's. Sicher, dass Shinra was von Barrett will? Das sind wahrscheinlich einfach irgendwelche Leute, die... Vielleicht hat Shinra einfach nur einen Kopfgeld auf Barrett ausgesetzt. Und die waren halt mehr oder weniger daher. Wollten das einfach haben. Dachten sich, die leichte Kohle verdienen wir uns einfach mal. Naja, gut, wenn man sich Barrett ansieht, ist, ob das eine leichte Kohle ist, ich weiß es halt nicht. Barrett ist jetzt auch nicht mal so eben so, den kannst du mal nebenher, wegschleppen. Selbst wenn so vier Leute, wie da gerade waren, hat. Es wird eigentlich, glaube ich, eher nicht so einfach sein, Barrett sich einfach zu nehmen und zu sagen, wupp, ich nehme mich jetzt. Wir schleppen dich jetzt zu Shinra, um diese Belohnung einzukassieren. Ach, na hallo. Da bist du ja endlich. Na? Oder auch nicht. Wollen wir ins Zimmer gehen und reden? Ob du reden willst, je nachdem. Ich würde gern mit dir reden.
Darf ich reinkommen? Klar doch. Komm doch rein. Gut, es geht um Folgendes. Okay, sag an. Was ist das? Und wofür dieses Mal? Eine Beschwörematerie? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Oh. Hä? Aber was soll ich dafür machen? Verdient? Was willst du? Was willst du? Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Kurz auf die Uhr. Ah, da kommt der Sven. Ich habe gerade überlegt, ob ich den jetzt in dem Part noch mache oder im nächsten Part. Das ist die Anzahlung. Ifrit, sehr schön. Kann ich sehr gut gebrauchen. Und wenn es darum geht... Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, ich hab alles mit. Bist. Alles okay, ich speichere nur kurz. Warum mal random in neuen Speicherstunden? Man weiß es immer nie. Ich bin mir immer nur nie so sicher. Ist das, glaube ich... Ja, ich glaube, jetzt kommt das, wo ich auch die Trophäe der heiße Feuerstuhl hinkriegen könnte. Wobei ich, glaube ich, auf dem Schwierigkeitsgrad kriege ich diese Quest bestimmt nicht, diese Trophäe bestimmt nicht hin. Aber wir werden es sehen. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege die Trophäe trotzdem. Hab gehört, irgendwas mit 80% Energie muss man am Ende noch haben. Wir werden es sehen. Jesse, lass uns losgehen. Ich bin bereit, Jesse. Komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Okay. Lass uns losgehen. Loslegen. Wir sind eh nicht allein, ich und Jesse, also von daher. Das weiß ich jetzt schon. Wenigstens stimmt der Lohn. Ja, so ein Ifrit als Voranzahlung ist schon ein richtig guter Lohn. Muss man einfach mal so eingestehen. Ich glaube, ich nehme den Kaktor wieder raus und nehme Ifrit dafür rein. Ifrit ist wesentlich besser. Karfunkel hebe ich mir, wie gesagt, für... Ich würde sagen, den hebe ich mir für Aeris auf, weil die habe ich im privaten Spiel schon als Heilerin eingesetzt, deswegen werde ich die wahrscheinlich auch hier als Heilerin einsetzen. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Geliehen. Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Weil du es gerade gesagt hast. Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst... Naja, über die Gesellschaft freue ich mich natürlich. Ich meine, eine gut aussehende Frau und zwei relativ sympathische Typen, warum nicht? Also, mir kann keiner erzählen, dass Bix und Wedge nicht sympathisch sind, also ganz ehrlich. Man gewöhnt sich an die drei, muss man einfach mal sagen. Umso trauriger ist man, wenn man weiß, dass man sie vielleicht irgendwann verliert. Wobei, das Problem ist, wir wissen ja nicht, ob sie alle... Bix hat er, soweit ich weiß, am Ende des Spiels überlebt. Aber, obwohl er eigentlich im Original nicht überlebt hat. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen gespoilert, aber... Im Original hat er halt nicht, haben sie halt nicht überlebt, die drei. So, dann wollen wir mal hier. Wie war denn das jetzt hier? Der Helix-Tunnel, jetzt geht's los hier. Warte mal, ich muss ja wie gesagt auf Gas drücken, damit das hier... Wobei, das mit dem Überleben der Truppe, das ist am Ende des Spiels hier, mehr oder weniger. Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stammt. War wohl keine so gute Idee.
dir schon mal gesagt, das lacht nicht an dir, da war, hat jemand nachgeholfen. Das hatten wir doch gesehen. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Zu Deutsch, wir müssen bei Shinra einbrechen. Du hilfst mir doch sicher, oder? Bei Shinra einbrechen, immer. Jetzt kommt aber, jetzt sind wir kurz vor einem Bosskampf, der halt eben nicht ganz so wichtig ist, sage ich jetzt mal. Eigentlich eher unrelevant. Aber ich weiß nicht, ob er auf normal genauso einfach ist wie auf einfach. Müssen wir mal gucken. Nee, nicht jetzt, aber später dann. Ja, wie gesagt, mal schauen, ob ich das hinkriege. Wie gesagt, ich muss bei meiner TP, glaube ich, unter 80% bleiben, damit ich die Trophäe kriege. Aber wenn ich das richtig jetzt interpretiere, wenn ich das richtig gehört habe, ich bin mir nicht sicher. Ich kenne mich mit den Trophäen absolut nicht aus. Ich weiß das halt also, wie gesagt, nicht. Und wann ich halt, wenn hier halt getriggert wird, wann, was ich halt brauche. Wie gesagt, ich kenne mich absolut nicht aus. Sehr schön. Ich muss halt mich so konzentrieren, dass ich dahin angreife, wo halt eben auch Blocken ist hier oben. Kacke. Läuft ja wie gespielt. Halten wir an, wenn ein Alarm losgeht? Anhalten! Na, so weit kommt's noch. Ganz deiner Meinung. Wir haben nichts zu finden. Na, das war ja ziemlich beeindruckend. Hat der Angriff auch einen Namen? Braucht er nicht. Nee, wir brauchen Angriffe schon Namen. Versuche hier so wenig wie möglich Schaden zu nehmen. Was machst du? Ist alles okay? Läuft doch alles gut, oder? Ich sehe übrigens meine Energieanzeige nicht richtig, weil da was davor liegt. Komm! Zack! Ja, schön jetzt. Na, komm her und zack, zack, zack! Ja, warte mal, ich muss kurz auf Pause drücken. Ich muss das mal aus dem Weg legen, damit ich es so ein bisschen sehen kann, weil es sieht noch ganz gut aus bis jetzt. Ich weiß, dass ich die Trophäe noch nicht bekommen habe. Ich würde sie eigentlich liebend gern haben, aber ich glaube nicht, dass ich sie kriege. Gerade nicht auf dem Schwierigkeitsgrad. Hier mal meine Blockentaste ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich langsamer werde, wenn ich blocke. Aber ich glaube. Ah, verdammt! Das war jetzt absolut nicht gut. Komm schon. Ah, Mann! Zack! Der ist schon zäher. Sagen wir es mal so. Mensch, du kleine Mistsau! Ja, das war's, glaube ich, auch schon wieder. Ich habe schon wieder zu viel Schaden genommen. Ich merke es schon wieder. Ja, ihr sollt, konzentriert euch lieber aufs Fahren. Das ist schon gut, ist okay. Nee, ich bin schon weit unter 80%. Das sehe ich jetzt schon. Aber naja, ich kann es nicht ändern. Och, nee. Bei den Drohnen nimmt ihr auf jeden Fall zu viel Schaden meist. Kein Problem. Was soll das heißen? Kein Problem. Ja, kein Problem halt. Auch wieder wahr. Na dann, viel Spaß, Soldat. Ah, verdammt. Du bist echt stark. Ja, geht eigentlich. Wie gesagt, auf dem Schwierigkeitsgrad habe ich nie geglaubt, dass ich das irgendwie auch nur ansatzweise schaffe. Ich kann Distanzangriff gar nicht machen. Nee, Distanzkampf.
Distanzkampf L1. Jetzt geht's wieder. Sehr schön. Ja, sehr schön, hab ich dich. Sehr schön. Jetzt ist immer schön, aber auch den Dings am. Ach, da ist er ja. Der wird auf jeden Fall noch interessant. Ach so, deswegen konnte ich nicht einsetzen. Und da unten ist ja der Knopf, die Anzeige für den Distanzangriff, sag ich jetzt mal. Schön. So, jetzt hole ich mir dich. Sorry. Mensch, du blödes Stück Scheiße, komm her. Zack. Jetzt hole ich mir dich da vorne. Ich habe schon weit zu viel Schaden genommen, ich weiß das schon. Alles okay. Aber ich kann es nicht ändern. Wie gesagt, auf dem Schwierigkeitsgrad habe ich das nicht erwartet. Auf einfach muss ich das den jetzt nochmal versuchen, wahrscheinlich. Aber für mich selber, damit ich die Trophäe kriege oder so. Nicht, dass ich irgendwie jemand bin, der groß gerne Trophäen jagt, aber es wäre schon schön, mal so eine Sequenz zu sehen, die man halt so nicht sieht. Die man halt eben nur sieht, wenn man halt wirklich richtig gut spielt, sage ich jetzt mal. Fahren wir direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Nur schade, dass meine Spritztour mit dir jetzt schon zu Ende ist. Wir beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören. Kannst du wohl. Du willst das bloß nicht hören, Bix. Du willst das bloß nicht hören, Bix. Ja, ich versuch's, ja. Wie gesagt, wenn ich meine Anzeige da unten sehe, dann ist alles schon zu spät, würde ich sagen. Könnte sogar sein, dass ich hier so das schlechteste Ergebnis erziele, wenn ich so weitermache. Das wird nichts. Weg hier, bevor dieser Freak auftaucht. Roger! Zwecklos. Wieso hauen die ab? Sei froh. Wird sowieso noch interessant jetzt hier. Was heißt, interessant wird's nicht, aber wird sowieso noch ein bisschen kacke hier. Ich hoffe halt nur, dass das nicht unbedingt dazu zählt. Wenn es nämlich dazu zählt, dann habe ich nämlich ein Problem. Weil der macht mir nämlich noch mal ordentlich Schaden, sie ganz sicher. Tut. Spinnt der? Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einen ab. Na, auf der Spritztour mit einer Lady? Ja klar. Ach, wie romantisch. Darf ich mich einklinken? Nein. Ich geh nicht so auf Schwuletten. Mit Koteletten. Mit wem denn sonst? Vergiss es. Was? Ich kann dich nicht hören! Ja, dann komm doch mal her, dann hörst du mich wenigstens auch. Wer ist der Typ? Ich will's nicht wissen. Ja, das ist. Oh, Scheiße! Ich würde gerne mal an dich rankommen. Ja, da hast du recht. Ich habe jetzt schon richtig viel Spaß. Wir würden ja gerne mal angreifen, aber ich weiß nicht. Ein feuchtes Geschenk für dich. Kann ich das durchziehen, ohne dass ich den jemals treffe hier bei dem Rennen? Ich weiß es halt eben nicht. Gar nicht gut aus meinem Meinen. Wird, glaube ich, ein richtig bescheidenes Ergebnis, wenn ich das so sehe. Sieht absolut schlecht aus. Das ist doch keine Beerdigung.
Noch nicht. Ja. Stimmt, wir haben dich noch nicht beerdigt, also das dauert noch ein wenig, mein Freund. Ich weiß nicht, ob wir den in dem Part komplett schaffen. Also ich meine jetzt den zweiten Teil sozusagen. Aber ich glaube, so weit kommen wir gar nicht mehr heute. Den Part. Ja, lass mich. Ja, wenn ich das wieder sehe da unten, das gefällt mir gar nicht. Macht mir mehr Schaden, als es sollte. Ich weiß nicht, ob der Schaden, den ich bekomme, wirklich abhängig ist, sage ich mal, von dem, was der hier macht. Oder ob das nur wichtig ist bis zu dem Kerl hier. Ich will's ehrlich gesagt nicht wissen, ganz ehrlich. Komm da runter, du feiges Stück, hätte ich beinahe gesagt. Jetzt hab ich dich! Ehenes Drecksmistvieh! Ehenes Drecksmistvieh. Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufräumen, möge der Bessere triumphieren! Na, wie ist das? Aber ich habe so das Gefühl, so bescheiden Trophäen meistens sind, ist der Kampf genauso wichtig und genauso entscheidend. Der ganzen Geschichte. Oder kannst du das nicht? Nicht, dass es mich interessieren würde, aber... Ja, deine Maschine ist erstmal Schrott. Das ist aber... getimed wie sonst sowas. Wahnsinn. Sie hat es gefahren. Und im selben Moment hat sie irgendwann gecheckt. Okay, da kommt das wieder zurück. Ich springe jetzt zurück auf den Hintersitz. Ich glaube, ich habe die Trophäe nicht geschafft. Gut gemacht. Dem hast es gezeigt. Ich war weit über der Hälfte drunter. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. War weit drunter. Obwohl ich wirklich auch mit Verteidigung und alles drum dran gearbeitet habe. Das war nicht wirklich. Nicht schlecht, was? Gefahren. Das musst du mir nicht sagen. Naja. Allerdings ist bei dir ehrlich gesagt noch etwas Luft nach oben. Ja. Na und? Könntest dich also ruhig noch ein bisschen mehr reinhängen. Dann fällst du. Ja, ist gut. Sehe ich etwa zerbrechlich aus? Nur so ein bisschen, ne? Halt dich ordentlich fest. Huch. Was ist? Was ist? Fast. Wär's um mich geschehen. Oh mein Gott. Reingelegt. Ja, es war, glaube ich, das war schon, glaube ich, das schlechtere Ergebnis. Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Aber gut, das war mir eigentlich jetzt nicht so wichtig, dass ich ja wirklich... Das war mir eigentlich schon klar, dass das nicht funktioniert. Ab hier laufen wir. Ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Was schon alles okay. Wie gesagt, ich war auch nicht drauf bedacht, dass ich ja wirklich das jetzt schaffe. Und das nochmal machen, nur damit ich unbedingt das beste Ergebnis hinkriege. Es ist in dem Sinne jetzt nicht so entscheidend, sage ich jetzt mal, für den Rest der Story, dass ich hier unbedingt das beste Ergebnis bei Jesse erziele.
wichtig sind, aber während der Story eigentlich, glaube ich, bloß noch, plus die Sachen mit Tifa und die Sachen mit Aeris. Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Nur ein Zauberer mal. Oder soll Bix zaubern? Ach, dann darf ich also zaubern. Okay, dann zaubere ich halt. Sesam, öffne dich. Oder so. So Simsalabim. Simsalabim, Bambasa, du Salabim. Hier lässt du dich bestimmt nicht weiter, klar. Ich hätte so gern mal gesehen, was hier hinten noch ist. Wenn du so siehst, guck mal hier. Hier ist dicke noch Platz, dass man irgendwas verstecken könnte. Irgendeine Truhe oder irgend sowas. Nein, man lässt uns da definitiv nicht hin. Ich weiß auch nicht, ob man da irgendwann nochmal hinkommt, aber ich glaub's ehrlich gesagt leider Gottes nicht. Werkssiedlung. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Ja, anders wird wohl nicht funktionieren heutzutage. Oder bei euch hier. Eigentlich immer ganz gut. Wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt andere Unternehmen gibt, für die man arbeiten könnte hier in der Welt. Wenn ich so drüber nachdenke, Shinra, du hörst immer nur Shinra, Shinra, Shinra. Shinra hat überall seine Finger im Spiel. Du, wenn du arbeitest und Geld verdienst, arbeitest du definitiv für Shinra. Mag verwerflich sein, aber. Wobei, in Slums hast du sicher auch irgendwie die Möglichkeit, dir in einer anderen Guild zu verdienen, sage ich jetzt mal. Ohne dass du für Shinra arbeitest. Ja, wenn du für Shinra arbeitest, hast du sicher ein entspannteres Leben in dem Sinne. Außer vielleicht, dass du ab und an mal Leuten du vielleicht dumm angemacht wirst. Na komm, Kleine. Oh, ja, guck mal, da ist sie. Komm her, komm. Der Dame war ich wohl nicht fein genug. Nein, warst du leider nicht. Die war ein bisschen verwöhnt, die Dame. Aber nicht. Alles gut, Wix. Wetsch. Alles gut, Wetsch. Sie meint es nicht so. Ob es noch irgendwas gibt. Ich weiß nicht, ist eigentlich perfekt, um mir noch irgendwelche Truhen oder irgendwelche Leute, irgendwas. Das habe ich mir schon mal, habe ich schon gemerkt, wo ich hier mal das erste Mal durch bin. Hier fehlt so ein bisschen was. Es ist so ein bisschen leer. Warum ist hier, gut, es ist in der Nacht oder so, nachts oder so, aber warum sind hier nicht ab und an mal noch ein paar Leute, die vielleicht noch nachts sich draußen aufhalten und ein bisschen sich unterhalten, die du so ein bisschen reden hören kannst. Im Slums, du läufst durch die Gegend, hast du immer welche, die dir dazwischen quatschen oder im Zug. Aber hier hast du theoretisch gesehen niemanden, der dir irgendwie quatscht oder jemand, der hier Basketball spielt oder irgend sowas. Irgendwas, was diese Ebene hier lebendig macht, weil du siehst sie im Nachhinein sowieso nicht mehr. Gut, du siehst sie im Nachhinein sowieso nicht mehr. Es fehlt so ein bisschen, was das Ganze hier so ein bisschen lebendig macht. Hast zwar hier Häuser, wo mehr schlecht als recht Licht reingesetzt wurde, so ist einfach nur ein bisschen gefärbt und ein bisschen, wenn man es so genauer betrachtet, guckt, es sieht nicht gut aus. Aber es fehlt so ein bisschen die Lebendigkeit, finde ich, in diesem Bereich. Mag vielleicht auch sein, dass es einfach die ganze Geschichte ist, von wegen so, ja. Alle haben so ein bisschen Angst vor Shinra und wollen nichts Unrechtes tun. Vielleicht darf man auch, wenn nicht rausgehen, nachts so auf Befehl von Shinra oder so weiter. Hier haben wir auch nur mehr schlecht als recht, einfach bloß irgendwas in das Haus reingesetzt, damit das so aussieht, als könnte man in die Häuser reingucken. Ja gut, man muss auch bedenken, es ist nicht alles heutzutage relativ einfach umsetzbar, dass es alles... danach aussieht, sag ich mal, dass es relativ in Ordnung ist. Aber wenigstens so lebendig, dass hier mal Leute rumlaufen oder so. Oder von mir so Leute, die sagen so, ich scheiß auf die Gesetze von Shinra und ich laufe hier draußen einfach rum, weil mir das relativ egal ist oder was ich. Irgend sowas halt eben. Denkt mal drüber nach, Leute. Wäre schon definitiv Sets ein bisschen lebendiger gemacht. Das Licht brennt
Abend, jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessys Mutter macht uns immer was zu essen. Egal wie spät. Ja, ich muss jetzt hier sowieso da, mich darum kümmern, aber hier gibt es sowieso nicht mehr so, leider Gottes nicht mehr so viel zu sehen. Die Ecke hier hätte ich schon gerne mal gesehen noch und so weiter, aber. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Wie gesagt, es ist einfach, es fehlt was. Und kommt mir jetzt nicht schon wieder mit dem, mit, oh, du wiederholst dich. Gut. Ist aber einfach so. Claude, du weißt, was du zu tun hast. Warte erstmal hinter dem Haus. Ja, ich weiß doch. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Das interessiert mich Midgar-Spezial, ja, ich bin nicht so fürs Essen, also von daher. Bin ja eigentlich nur hier, weil ich Jessie hierher bringen sollte. Mehr aber auch nicht. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Ja gut, jetzt erfahren wir mehr oder weniger, was sie wirklich wollen. Also was sie eigentlich wirklich von mir wollte. Achte auf. Ich wüsste gerne, was passiert, wenn man hier Krach macht, aber ich möchte es auch ungern ausprobieren. Das ist das Zeichen. Okay, die Katze war das Zeichen, okay. Also muss dann doch irgendwie Wedge oder so oder vielleicht irgendwas mit bedacht haben, oder war das alles. Sie wäre das alles schon vor weggeplant, wenn die Katze wirklich der Hinweis dafür ist. Ja, Mieze, komm, geh. Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Eine Sache gibt's natürlich hier, die ich so nicht gemacht habe beim privaten Spielen, die ich aber gerne jetzt mal machen möchte. Mich kümmert, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Mal gucken. Und mein Vater. Da kümmere ich mich jetzt gleich mal drum. Das siehst du schon selbst. Ja, der liegt halt hier. Dem geht's halt nicht so gut. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem. Ja, die brauchen wir, um halt ins Shinra-Gebäude reinzukommen. Ich bring das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Ja, das verstehe ich ja auch irgendwo. Das da möchte ich haben. Gib das mal auf. Den habe ich mir nämlich. Es gibt nämlich eine Entscheidung hier. Ein Brief? Man könnte theoretisch gesehen den Brief lesen. Man kann es aber auch sein lassen. Ich weiß nicht, was für Auswirkungen das hat. Ich möchte, weil ich habe ihn selber noch nicht gelesen gehabt, wo ich selber gespielt habe, für mich selber. Ich gucke mal, was das für Auswirkungen hat, wenn ich den jetzt lesen würde. Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Mhm. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Source eine Rolle bekommen. Okay. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ui. Ja, ist denn der Brief? Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jessie. Was? Ich bin mal gespannt, ob das irgendwelche anderen Entscheidungen oder andere andere Dialogoptionen bringt. Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Oder ob das einfach nur so ein Brief ist, der so ein bisschen was über Jessie erzählt. Kann natürlich auch sein.
Nichts für ungut. Ja. Dem Kranken was zu klauen ist schon ein bisschen kacke. Aber naja, gut. Es dient ja so ein bisschen unserer Mission, also. Oh Gott, ob ich noch irgendwas anderes hier machen kann? Ach ja, warte mal. Ich sollte gehen. Ach, das hätte ich vielleicht auch noch lesen können. Das wäre vielleicht auch noch interessant gewesen. Das wäre vielleicht auch noch was gewesen, wenn das... Da wäre in dem Brief... Das war glaube ich ein Brief von Shinra. Der hätte bestimmt auch noch irgendwas beinhalten. Hätte bestimmt irgendwas noch, was man vielleicht hätte Jesse erzählen könnte oder so ähnlich. Oder irgend sowas, keine Ahnung. Wobei Jesse wird das sicher auch wissen. Well, den Brief hat ja Jesse selber geschrieben. Davon weiß sie ja. Aber... Die Frage ist, was passiert, wenn jetzt Cloud davon weiß? Erzählt er was davon? Oder gibt man mir die Möglichkeit zu entscheiden, ob ich halt selber das noch erzähle, was ich da gelesen habe, oder nicht? Erledigt. Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Schon? War ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich... Wedge! Wedge! Mit einem Magen kann ich nicht arbeiten. Dann nimmst du halt was mit. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Das haben wir auch schon mal gehört. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Willst du leihen? So nennt man das also. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss. Und wo ich es finde. Naja, du brauchst aber Rückendeckung, aber wenn du so. Waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche. Wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Nur halt umgekehrt. Also eine Finte? Du hast erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Nee, wir sollen... Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Ja, genau. Wir lenken ja, die im Bauch zu boxen, jetzt nachdem er gerade ordentlich Pizza gegessen hat, ist, glaube ich, keine so gute Idee gewesen. Nicht, dass der euch schon vor die Füße kotzt. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Das machen wir in dem Part auch nicht mehr. Ich habe schon gesehen, wir sind schon bei 43 Minuten. Viel Zeit. Zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Ah, mit Mio schafft ihr das Dicke. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Was jetzt kommt, wird noch ein bisschen komplexer. Vor allem, auch vom Schwierigkeitsgrad her, wird es bestimmt noch ein bisschen anspruchsvoller. Ich weiß nicht, ob ich das auf Anhieb schaffe. Wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan. Keine Angst. Also, Hals- und Beinbruch. Ich merke aber schon, es hat nicht so viele Auswirkungen gehabt. Oder vielleicht im Nachhinein noch. Du hast ja Jessys Vater gesehen, oder? Ja. Er leidet an einer Makrovergiftung. Das ist genau passiert, als Jesse am Theater im Gold Saucer... Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch. Red bitte weiter. Jessie wollte schon immer Schauspielerin werden. Hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung, ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in einer entlegenen Ecke einfach um und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Makulache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Mhm. Danach hat Jesse angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen. Okay.
und hat sich Avalanche angeschlossen. Ah, okay. So ist er also zu Avalanche gekommen. Oh, das ist interessant zu wissen. Auf jeden Fall mache ich hier erstmal Schluss. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich muss gerade gucken, welchen Speicherstand ich hier nehme. Ich habe ja inzwischen 3er. Den hier. Und bis zum nächsten Mal.